Mit dem Wasser aufbereiten, nämlich ganz konkret mit dem Wasserfiltern, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse. Das sehe ich bei meinen Survival-Coach- und Trainerausbildungen, das sehe ich bei meinen Survival-Trainings und auch bei den Fragen, die mich immer wieder erreichen. Und wenn du wissen willst, was Filtern, Wasserfiltern und Vorfiltern ist und was der Unterschied ist und warum es wichtig ist, dass du das verstehst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Altolabertee. Hinter mir unser Trinkwasserqualitäts-Badeteich. Es ist schön, dass du wieder dabei bist. Mich erreichen sehr, sehr viele Fragen, was das Thema Wasser betrifft. Besonders jetzt in der letzten Zeit, wo es doch einige, zum Beispiel eine Flutkatastrophe in Deutschland gegeben hat. Und sich wieder mehr Menschen um das Thema Survival, Krisenvorbereitung und Zivilschutz bemühen. Und da hat mich viel erreicht, aber es gibt ein ganz großes Missverständnis, und zwar, was Wasserfiltern bedeutet und dass viele den Unterschied zwischen Wasserfiltern und damit aufbereiten, also sicher machen, und Vorfiltern nicht ganz verstanden haben, und das wollen wir in dem Video ändern. Pass auf. Du kennst vielleicht Bear Grylls, und wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du wahrscheinlich wissen oder wirst du nicht wissen, was er tut, aber er macht immer Folgendes. Und zwar, der ist ausgesetzt in der Wildnis, und bei dem geht das natürlich viel cooler, weil er einen Kameramann hat und nicht so amateurhaft filmt wie ich, aber der nimmt das hier. Blah, das ist mein Socken. Vielleicht stinkt er beim Bear Grylls auch so, aber der geht zu dieser Wasserquelle hin und lässt dann das Wasser durch diesen Socken laufen. Da steht dann unten in Englisch, das ich nicht so gut verstehe, aber das verstehe ich noch, dass das kein hundertprozentiger Schutz ist. Dann wäre es cool, wenn der Bear Grylls, den ich sehr, sehr schätze grundsätzlich, aber es ist natürlich eine Show, die er da macht, und das gibt er aber auch zu, wenn er erklären würde, dass das hier nur Vorfiltern ist. Dass ich damit nur Wasser vorbereite, vorfiltere, damit ich es dann nachher richtig aufbereiten kann, damit ich es nämlich sicher mache. Und das ist der Punkt. Wir haben Wasser in zwei Kategorien, nämlich sicheres Wasser und schmutziges Wasser. Und sicheres Wasser kann auch schmutzig sein und schmutziges Wasser kann auch sicher sein, aber sauberes Wasser, also ganz klares Wasser, kann auch unsicher sein. Und wenn du so sagst, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, dann tut es mir leid, aber es ist so. Daher gibt es Vorfiltermöglichkeiten. Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man einen normalen Kaffeefilter als Vorfilter macht. Warum tut man das? Du machst das aus dem Grund, um das Wasser von Sediment, von Schmutz, von sichtbaren Partikeln zu reinigen. Reinigen. Nicht sicher gemacht. Es wird nicht sicherer dadurch, es wird nur sauberer. Ich komme dann noch dazu. Ist ganz wichtig zu verstehen, denn der Schmutz bleibt dann hier im Kaffeefilter hängen. Als Beispiel. Oder im stinkenden Socken. Oder in einer anderen Textilie. Oder es gibt auch zum Beispiel solche von Steripen, solche Vorfilter. Da ist mir vor kurzem jetzt eine Frage gestellt worden am Kaufberatungskanal. Gebe ich da oben beim i den Link, wenn du den noch nicht kennst, wie lang das hier hält. Ja? Das habe ich in einem anderen Video beantwortet. Aber die filtern nur vor. Das heißt, da wird nur der Schmutz rausgearbeitet. Wir machen auch etwas bei meinen Überlebenstrainings. Wir verwenden das gute alte Tampon dazu. Ja? Das Tampon verwenden wir dazu. Das kannst aber auch ein Taschentuch verwenden. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, also auch abgebildet in einem meiner Bücher, ja, dass im Endeffekt das schmutzige Wasser, es geht nicht um Sicherheit dabei, das ist jetzt noch vollkommen egal, nur schmutzig. Das schmutzige Wasser, erstens verwende ich hier, da haben wir eine PET-Flasche, die haben wir aufgeschnitten, und da ist das schmutzige Wasser drinnen. Und hier haben wir sozusagen so einen Docht gelegt. Das kann man mit einem Taschentuch, das kann man mit einem Textilie, mit dem stinkenden Socken machen oder eben einen Tampon. Und da wirkt die Schwerkraft, das heißt, das Wasser wird hier durch die Kapillarwirkung raufgezogen und dann tropft es unten in einen anderen Behälter und soll dann nicht sicher, sondern sauber sein. Das ist ganz wichtig. Und ich habe dann einen weiteren Aspekt, nämlich das Sediment fällt hier ganz sanft ab. Umso länger ich warte, umso weiter geht das Sediment ab. Und dadurch zieht dieser Docht auch immer saubereres Wasser nach unten und dadurch reinige es. Also ich mache eine Vorfilterung. Ich mache schmutziges Wasser sauber, damit ich es dann im nächsten Schritt sicher machen kann. Gut, das jetzt dazu. Jetzt stellst du die Frage aber, Reini, das ist ja alles gut und schön, aber warum will ich das Wasser überhaupt von dreckig, ja, von schmutzig in klares Wasser umwandeln? Warum will ich das tun? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ich habe jetzt hier
mehrere Wasseraufbereitungsmethoden aus dem Campingbereich mitgebracht. Das eine ist die Steripan, ja, die habe ich auch schon einmal in einem Video, gebe ich da oben beim i den Link vorgestellt. Bei der Steripan, wo ich auch sehr viel Kritik bekommen habe und wo einige, die es wirklich nicht verstanden haben, das muss ich einfach so sagen, sagen, das ist nur Geschäftemacherei, das braucht man doch nicht, es reicht doch einfach, wenn ich das Wasser filtere. Na eben nicht, ja. Es gibt, weil mit dem UV, wenn ich sauberes Wasser habe, ich auch Viren eliminieren kann, aber das schaut das bei dem i oben an. So, wichtig dabei, damit dieses UV funktioniert, ist, das Wasser muss sauber sein. Es darf kein Sediment herumfließen. Es darf da nichts, das, wenn das dreckig ist, wenn das so ein Dreckswasser ist, zum Beispiel, nur so dreckig, wie ich hier abgebildet habe. Hol dir übrigens mein Buch, dann kannst du das direkt anschauen. Ja, da. Dann funktioniert das nicht. Weil sich die Keime oder Keime in dem Sediment entweder innen drinnen in irgendwelchen Ritzen verkriechen können oder das UV, oder sich dahinter verstecken können. Nicht nur innen, sondern auch... Stell dir jetzt vor, ich bin ein kleines Bakterium oder noch viel kleiner, ein Virus, ja, im Nanometerbereich, und da fließt etwas, was sichtbar ist, nämlich dieser Dreck hier bei mir herum, und dann kommt das UV und ich bin geschützt, weil das UV-Licht mich gar nicht erreichen kann, weil dieser riesige, große, ja, wirklich riesig groß im Vergleich ja dazu, große Schmutzpartikel das UV abhält. Das ist eine Möglichkeit davon. Daher, das Wasser muss sauber sein. Es ist noch nicht sicher, sondern es ist sauber. Und dann kann man sagen, okay, daher auch die Kritik, ich brauche ja nur einen Filter. UV, was braucht das? Dann nehme ich einen Filter. Ja, kannst du den Filter auch nehmen. Gibt es unterschiedliche, gibt es alles natürlich. Auch Filter. Bei mir billigste Eigenwerbung im Shop. So wie auch der Badeteich hier hinten mit dem Waldurlaub.at, der übrigens eh fast Trink- oder eigentlich Trinkwasserqualität hat, auch billigste Eigenwerbung ist. Das ist schon klar. Habe ich auch nie abgestritten. Aber weißt du, was da auch ist bei diesem Filter hier? Das ist das Filtermaterial. Oder bei einem Sawyer oder einem Be-Free oder was auch immer. Dass dieses Filtermaterial durch den Dreck, durch diesen Dreck hier verstopft wird. Und dann musst du wieder zurückspülen. Und dann hast du den Dreck da innen drinnen. Und du kannst ihn zwar zurückspülen, aber er kommt nie hundertprozentig raus. Er kommt nie hundertprozentig raus, kann ich aus Erfahrung sagen. Dann musst du es nämlich immer wieder auch behandeln, mit chemischen Tabletten aufbereiten, damit du hier drinnen eine Sekundärverkeimung, die entstehen kann, so nennen das die Fachleute, bin ich nicht, ich bin nur Anklärender, ja? Eine Sekundärverkeimung entsteht durch den Dreck. Und daher möchte ich, um die Lebensdauer meines Filters so lang wie möglich und meine Sicherheit von diesem Filter auch so hoch wie möglich zu halten, gar nicht, da möchte ich alles dafür tun, nämlich durch Vorfiltern, dass das gar nicht passiert. Erstens, dass er dicht ist. Weil wenn dieses Sediment, das du da siehst, innerhalb kürzester Zeit durch den Filter verstopft das die Poren und es geht nicht mehr, muss ich dann rückspülen, weil es kommt nichts mehr durch. Und ich habe die Sekundärverkeimung. Und deswegen muss ich vorfiltern, auch bei einem Filter, wenn ich dreckiges Wasser habe. Was bedeutet das jetzt? Hier bei diesem wunderschönen Teich, den ich natürlich ja, hier dir jetzt einmal zeigen mag, ja, das ist übrigens unsere kleine, wie gesagt, unser Badeteich. Schau mal, da ist sogar ein Fischerl drinnen, der jetzt wegschwimmt und sagt, es isst mich nicht. Da ist es so, dass das Wasser doch relativ klar ist. Ja? Wenn ich da jetzt Wasser rausziehe, dann sind fast keine Sedimente zu finden. Dann kann ich das direkt durch den Filter jagen. Klar, weil es ja eh sauber ist. Und wenn ich es durch den Filter gejagt habe oder mit dem UV aufbereitet habe, mit der UV, mit der Steripan, dann ist es nicht nur sauber, sondern es ist auch sicher. Aber jetzt stell dir vor, ich habe nicht so einen schönen, ein schönes klares Wasser zur Verfügung, sondern irgendeine Brühe. Und zwar, wo Sediment drinnen ist, wo Erde drinnen ist, wo irgendwas drin schwimmt. Dann ist es nicht nur unsicher, sondern es ist auch schmutzig. Und diese Vorfilterelemente sorgen dafür, dass das Wasser von schmutzig in sauber umgewandelt wird. Das ist der erste Schritt. Und wenn ich es dann sauber habe, dann mache ich den zweiten Schritt und mache es sicher. Und diese zwei Dinge gehören immer zusammen. Und deswegen, wenn der Bear Grylls seinen stinkenden Socken hernimmt, dann macht er nichts anderes als vorfiltern. Das Blöde ist, dass er halt in seinen Filmen halt nur das macht. Und viele glauben, dass das hier, dieses Sockenfiltern,
das wirkliche Filtern ist, sondern es war nur die Phase 1. Und das soll jetzt hier an dieser Stelle einmal aufgelöst werden. Ja, Professor Reini hat wieder gesprochen. Aber jetzt bist du dran. Wir verwenden ganz viele unterschiedlichste Dinge, um vorzufiltern, wie zum Beispiel ein Kaffeefilter. Ja, geht super. Ja, damit bleibt der Dreck hängen. Phase 1 vorgefiltert. Damit habe ich es von schmutzig in sauber umgewandelt und dann kann ich es ja, sicher machen. Aber schreib mir du, wie du das machst und wie du das siehst. Und auch die Kritik ist total okay. Schreib mir einen Kommentar, das finde ich voll großartig. Wie siehst du das? Hast du das, diese kleine Lehreinheit nehmen können? Verstehst du das jetzt besser? Das würde mich sehr interessieren. Und dann natürlich abschließend billigste Eigenwerbung. Du kriegst unterhalb den Link einerseits auf Aldo.at, ganz klar, ist ja ganz klar, aber auch zu all den Produkten in meinem Shop, nämlich zu den Steripens, zu den Filtermöglichkeiten, die wir haben, auch zu den Büchern. Und es gibt auch einen eigenen Wasserkurs, eine eigene Wasserausbildung, nämlich für Outdoor-Wasser gewinnen, sauber machen, sicher machen, aber auch für Krisenvorbereitung, wie man Wasser haltbar macht, welche Wasserquellen es gibt. Schaut auch das an, gebe ich da auch natürlich wie immer den Link dazu. Das war's jetzt. Kommentar schreiben, abonnieren, liken, waldurlaub.at besuchen. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.